Achtsamkeit ist ein Wort, das man jetzt vermehrt hört. Es ist ein Wort, das in der Friedensbewegung viel zirkuliert. Und man fragt sich natürlich, was ist das eigentlich? Was ist denn Achtsamkeit? Letzten Endes bedeutet Achtsamkeit eigentlich, dass man seine eigenen Gedanken und seine eigenen Gefühle beobachtet. Okay, das ist Achtsamkeit. Warum ist das so wichtig? Wir haben in der Friedensbewegung festgestellt, dass man sehr wohl zum Beispiel einer Meinung sein kann gegen den Irakkrieg. Okay, man geht demonstrieren, alle haben ein Plakat, Stopp Bush 2003, man will den Angriff auf den Irak nicht. Alle haben die gleichen Gefühle und die gleichen Gedanken, nämlich sie denken, Bush darf Irak nicht bombardieren. Jetzt, interessanterweise, kann so eine Gruppe von Friedensbewegten danach nach Hause gehen und man sitzt noch zusammen und plötzlich im Wohnzimmer bricht ein Streit aus zwischen Vegetariern und Veganern. Okay, kann passieren und es kann richtig, ja, heftig zugehen, dass sich die verschiedenen Gruppen schon fast, ja, vielleicht etwas anwerfen. Also sie bringen sich schon nicht um, das macht man in der Friedensbewegung nicht. Aber es kann schon so sein, dass man sagt, du bist ein Vollidiot und mit dir will ich überhaupt an keine Demo mehr gehen, überhaupt diese ganze Bewegung taugt nichts und ich habe es gesehen, tschüss, ade, vorbei. Und was ist denn da passiert? Da muss man sich eben beobachtend erkennen, dass man in einem Punkt einig war, nämlich Ablehnung des Irakkriegs, aber in einem anderen Punkt, nämlich wie soll man sich ernähren, in einen Streit gelangt ist, weil man sich uneinig war. Und das, was die Friedensbewegung erkennen muss, ist, dass es immer verschiedene Standpunkte gibt zu mehr als einer Million von Themen. Okay? Es ist nicht möglich, dass wir uns alle zuerst einig sind zu allen Themen. Es ist einfach nicht möglich. Es gibt viel zu viele Themen. Die einen sind in der Friedensbewegung und sind gleichzeitig in einer Bewegung gegen Atomenergie. Okay? Andere sind für Atomenergie. Die sind aber auch in der Friedensbewegung. Okay, sollen sich die Köpfe einschlagen? Eben nein, soll man nicht. Und wie kommt man aus dem raus? Ja, mit Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt, die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle beobachten. Und zwar so, wie eine Mutter ihre spielenden Kinder beobachtet. Die Mutter sieht ein Kind, das wäre der Gedanke, und ein anderes Kind, das wäre das Gefühl. Man schaut von außen drauf und sieht, ah, jetzt denke ich gerade das. Ah, jetzt fühle ich gerade das. Und es ist natürlich so, dass man immer wieder verschiedene Gefühle und Gedanken hat, aber es ist nicht richtig, wenn man sich auf der Basis von verschiedenen Gefühlen dann hasst oder anschreit oder im schlimmsten Fall tötet. Das bedeutet, Respekt vor anderen Positionen ist ein zentraler Bestandteil der Friedensbewegung. Es gibt ja auch einen Teil der Friedensbewegung, die sagt, die Kriege werden immer von den reichen Menschen geführt. Okay, das ist ein klassenkämpferischer Ansatz. Und wenn jetzt mal ein reicher Millionär in der Friedensbewegung auftaucht, dann sagt so jemand natürlich, hey, der kann nicht mitmachen, der ist ja aus der Oberschicht. Eigentlich müssten wir den umbringen, weil das ist ja der Feind. Das ist wieder völliger Irrsinn, weil es können natürlich Menschen aus der Oberschicht, aus der Mittelschicht und aus der Unterschicht in der Friedensbewegung mitmachen. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass man seine Position sozusagen als Dogma maximal setzt und sagt, alle anderen dürfen nicht mittun. Oder umgekehrt, die Religionen. Es könnte sein, dass ein Hindu mitmacht in der Friedensbewegung und dass dann jemand in der Friedensbewegung sitzt und sagt, ein Hindu? Nee, da habe ich gelesen, die haben die Muslime abgefackelt in Indien. Also die Hindus, die wollen wir hier nicht. Und schon wieder haben sie eine Möglichkeit, um zu streiten. Wie können sie den Streit lösen? Indem sie achtsam sind, indem sie ihre eigenen Gefühle und Gedanken beobachten. Vielleicht haben Sie den Gedanken, oh, die Hindus, die haben doch auch Gewalt eingesetzt. Ja, haben sie, aber nicht alle. Und das ist immer so. Oder ein Jude oder ein Muslim, wenn die sich in der Friedensbewegung treffen, das ist ja sehr interessant, gerade in Israel, die Friedensbewegung, die arbeiten über diese Grenzen hinweg. Sonst explodiert die Friedensbewegung sofort. Ja. Sie können ja niemals sagen, nur die Juden machen eine Friedensbewegung und nur die Muslime machen eine. Und wenn die zwei Gruppen sich treffen, dann ist Ende mit Frieden. Also sie müssen ja immer diesen Gedanken der Menschheitsfamilie stärken, dass jeder Mensch mitmachen darf, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob Jude, ob Atheist, ob Veganer oder Fleischesser, völlig egal. Das Einzige, wirklich das Einzige, über das man sich einig sein muss, ist wirklich, dass man Gewalt ablehnt. Okay?
Das heißt, Gewalt gegen andere Menschen heißt Kopf abschneiden, lehnt man ab, Todesstrafe lehnt man ab, Bombardierung von anderen Ländern, Kriegspropaganda, all das lehnt man ab. Und wenn die Friedensbewegung Achtsamkeit trainiert, ja, dann wird sie stark. Wenn sie das nicht trainiert, bricht sie auseinander. Sie wird demonstrieren gegen die Rüstungsausgaben der NATO, dann am nächsten Tag wird sie sich über ein anderes Thema streiten und wird auseinanderbrechen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, ohne Achtsamkeit eine stabile Friedensbewegung zu haben. Wir brauchen zum Beispiel auch eine stabile Kooperation zwischen der Friedensbewegung in den USA und der Friedensbewegung in Europa. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, also mit den Amerikanern, mit denen spreche ich nicht, weil die haben ja mehr Länder bombardiert als irgendjemand. Was stimmt? Ja, die Amerikaner haben mehr Länder bombardiert als sonst irgendjemand in den letzten 70 Jahren. Aber man muss doch mit denen sprechen, die in den USA wohnen und in der Friedensbewegung sind. Also das ist doch ganz wichtig. Also diese Dinge sind meiner Meinung nach zentral. Ich selber trainiere Achtsamkeit schon seit längerer Zeit. Es gibt da so ein paar Tricks, ja. Die Tricks gehen so: Wenn Ihnen ein Glas runterfällt oder wenn Ihnen ein Teller runterfällt, so ein Missgeschick im täglichen Alltag, dann das nicht kommentieren. Okay? Einfach schweigen. Also es knallt runter, badang, kaputt. Dann einfach schweigen und die eigenen Gedanken beobachten. Dann denkt der Kopf irgendwas, der denkt, oh nein, jetzt ist mir ein Glas runtergefallen, nicht jetzt, das ist ungünstig und ich habe doch noch so viel vor, etc. Sondern einfach ruhig bleiben, die eigenen Gedanken beobachten, nichts sagen. Und auch Sie sehen, die Gefühle sind dann sehr intensiv. Sie denken, oh, dieser Teller war mir so wichtig oder, oh, nein, jetzt muss ich das alles aufräumen. Einfach beobachten. Sie sind wie die Mutter, die die spielenden Kinder beobachtet. Sie sind nicht die spielenden Kinder. Okay? Und das Zweite ist, im Straßenverkehr hat man unglaublich viel Möglichkeit, Achtsamkeit zu üben, weil ja, da kann man sich immer aufregen. Ja? Einer, der den Rechtsvortritt missachtet oder jemand, der eben gerade einen Parkplatz geklaut hat oder jemand, der zu langsam fährt oder zu schnell fährt. Auch hier, gutes Modell, beobachten Sie sich selber. Das heißt nicht, dass der Straßenverkehr sich sofort irgendwie verändert. Ja? Die Probleme sind die Probleme, die es gibt. Sie stehen immer noch im Stau. Aber es ist natürlich etwas anderes, als wenn Sie Ihre Gedanken beobachten und Ihre Gefühle beobachten und so ein bisschen, Sie sind dann das Bewusstsein, ja? In dem die Gedanken und die Gefühle aufsteigen. Das Bewusstsein ist sozusagen die Mutter. Und Sie sind nicht die Unruhe, die Sie vielleicht verspüren, weil Sie zu spät für einen Vortrag sind oder zu spät an einem Nachtessen. Ja. Also ich kann das wirklich sehr trainieren, empfehlen. Man kann es auch trainieren mit verschiedenen Techniken. Sie finden das auf dem Internet, geben Sie ein Achtsamkeitstraining, gibt es Kurse, gibt es Workshops, es gibt endlos. Ich habe mal ein Jahr lang kalt geduscht, ist auch eine Idee. Ist einfach inklusive Haare waschen, der ganze Körper waschen, nur kaltes Wasser. Das geht. Ich habe es überlebt. Es ist nicht tödlich. Es ist aber so, dass wenn Sie nackt unter der kalten Dusche stehen, dass Sie dann unglaublich viele Gedanken und Gefühle durchmachen. Einfach Sie denken, nein, das ist eine Scheißidee, das will ich nicht machen oder warum sollte ich das machen oder nein, heute hast du doch eine warme Dusche verdient, etc. etc. Und da, wenn Sie dieses Achtsamkeitstraining machen, dann beobachten Sie sich selber und zwingen sich dann mit Ihrem Willen einfach unter die Dusche zu stehen. So im Sinn von Ruhe jetzt. Und dann stehen Sie einfach unter das kalte Wasser. Das heißt, diese ganze Sache ist spannend. Sie ist auch spaßvoll, sie ist lustvoll und ich glaube, es ist wirklich für jeden Menschen ein großer Gewinn, weil man gerät immer wieder in Streits, auch in der Friedensbewegung und eine gut entwickelte Friedensbewegung zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie die Streite friedlich löst. Und das heißt, jeder ist sehr achtsam und denkt sich, okay, du hast doch das gesagt, ich sehe das irgendwie anders, ich habe noch diese Informationen, ist nicht vielleicht das die richtige Analyse? Und dann sagt der andere, das wusste ich gar nicht, na, okay, vielleicht, hast du recht, ja, wusste ich jetzt nicht. Oder man sagt, nee, nee, das ist mein Standpunkt, ich möchte nicht verändern, aber ich respektiere deinen Standpunkt. Man kommt nicht in irgendeine Art von Aggression. Das ist unglaublich wichtig. Wenn wir das schaffen, dann können wir richtig stark werden.